Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kongress Frieden im Licht. Ich freue mich so sehr, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Und ich freue mich so umso mehr, euch heute Christian Rieken vorstellen zu dürfen. Hallo, lieber Christian. Hallihallo, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ja, Christian, du sitzt gerade in Panama zugeschaltet. Und für alle, die Christian noch nicht kennen, Christian hat, ja, er ist Mentor und Coach für Menschen, die in die Selbstbestimmung gelangen möchten, die authentisch werden möchten, die in ihre Kraft gelangen möchten. Er hat aber auch sehr, sehr viel diverse Erfahrung. Ich habe mal bei dir ja ganz, ganz viel Forschung betrieben und bin erstaunt, was für einen Werdegang du hingelegt hast. Also 30 Jahre arbeitest du bereits in dem Bereich, aber eigentlich ursprünglich kommst du ja aus einem ganz anderen Bereich. Ne? Wir folgen so unseren Lösungswegen, würde ich sagen. Ja, genau. Und ich finde es immer so schön, weil gerade bei unserem Kongress ist es so, dass eigentlich keiner von euch Sprechern wirklich so ein, ja, ein Werdegang hingelegt, wo man sagen könnte, okay, jetzt hat er so wie es die Eltern gerne möchten, ne, eine Ausbildung gemacht und sich dann hochgearbeitet. Du hast auch eine Karriere hingelegt, aber dann hast du noch mal eine große Wende in deinem Leben gehabt, stimmt's? Ja, also soll ich ein bisschen erzählen? Willst du wissen ein bisschen was darüber oder kurz zusammenfassen? Ich bin sehr spannend, ja, weil ja, die Menschen da draußen fragen sich natürlich, wie kommst du überhaupt dazu, dass du so arbeitest, wie du es gerade tust? Also es ist gar nicht so einfach, dafür eine Kurzform zu finden, aber also ich bin in Berlin groß geworden, in einem ziemlichen Trümmerhaufen von Leben mit sehr viel Missbrauch, Alkoholismus, sexuellen Übergriffen und so weiter. Also so eine Grundlage, würde ich mal sagen, das, was so der Mensch als auch vom Nervensystem, von der Biologie her braucht, Sicherheit, Verbundenheit und solche Dinge, gab es null bei mir. Und jetzt geht ja jeder immer unterschiedlich um mit solchen Sachen und hat auch wahrscheinlich einen unterschiedlichen Lebensplan. Meine Lösungsmodelle waren, mich in Traumwelten zu schießen und große Dinge in meinem Leben machen zu wollen. Meine Inspiration war der Fernseher, weil das war das einzig Schöne und Bunte, was es gab in meinem Leben. Gab es da schon bunt? Also weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, also auf alle Fälle war das das Einzige, was mich so auch angeregt hat, weil ansonsten war halt Hinterhof und wirklich sehr viel Not und Elend. Und ja, so wurde ich zum Träumer und das bin ich bis heute noch. Also es ist einer der Hauptgründe, warum ich heute das habe, was ich habe. Ein großes Unternehmen, viele, viele Umsätze, Privatmillionär geworden. Alles, was ich jemals wollte, lebe hier am Pazifik in einem karibisch-pazifischen Staat mit Traumwetter, tollen Menschen, mit einer super liebevollen Kultur. Und ja, das sind so alles so die Dinge, die entstehen, wenn wir bereit sind, egal was passiert, unseren Träumen treu zu bleiben. Und ich habe damals natürlich ganz andere Ideen gehabt. Also ich habe ja keine Ahnung gehabt vom Leben. Ich war einfach jung. Ich habe gedacht, Geld löst alle Probleme, also wollte ich viel Geld verdienen. Und dann, das fing auch schon an, weil ich musste früh ausziehen. Es war einfach alles Horror und bin dann Versicherungskaufmann geworden. Warum? Weil es neben Bankkaufmann eigentlich die einzige Ausbildung war, wo man so viel Geld verdient, dass man einigermaßen selbstständig sich damit irgendwie gut über Wasser halten konnte und auch eine schöne Wohnung und so weiter hatte. Und Bankkaufmann war mir voll zu steif und Versicherungskaufmann entsprach wahrscheinlich meiner tief sitzenden Unsicherheit am besten. Da konnte ich mich irgendwie mit identifizieren. Ja, also nachher reflektiert man sowas ja dann auch noch mal alles ganz anders. Und habe dort schöne Sachen gelernt, habe dort Dinge gelernt wie Verkauf, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung. Das fing schon sehr, sehr früh an, dass mich das auch sehr, sehr interessiert hat. Und da war das eine ganz gute Schule. Allerdings hat mich dann irgendwann diese Branche sehr, sehr genervt, weil die Menschen dort waren mir, also ethisch, das hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen. Und habe dann im Touristikbereich und so weiter viel gearbeitet. Und irgendwann viel, viel später hat mich dann mein Leben eingeholt. Nach allen Kompensationsstrategien, die ich gefahren habe, hat mich mein Leben eingeholt und ich habe schwerste Panikattacken bekommen. Und ich habe wirklich fast 10 Jahre Panikstörungen gehabt. Ich war dreimal in der Klinik und habe aber durch diese Zeit natürlich extrem viel gelernt. Und habe die Dinge, die ich auch schon vorher so in Seminaren auch weitergegeben habe, auch so an meine Teams, auch schon im Finanzwesen,
konnte ich für mich selber mal anwenden, so dieses ganze mentale Kraft und gibt es eine Möglichkeit, sich selbst zu bestimmen, selbst zu heilen und so weiter und so weiter. Das waren so die Anfänge. Und dann ging diese große Vita los, dass ich also wirklich extrem viel gelernt habe, Ausbildung gemacht habe. Aber es war alles, dahinter steckte immer der persönliche Heilungsweg. Und ich glaube persönlich auch, dass der Weg eines Coaches, eines Beraters, eines Trainers, das ist ja so die Hauptzielgruppe, für die wir heute da sind, die wir fit machen, dass diese Menschen einfach genau auf diesem Weg auch sind. Also es ist kein Business oder so, es ist kein Job, sondern es ist wirklich ein persönlicher Heilungsweg auch. Und das schätze ich sehr, weil man da sehr viel lernt. Und ja, und so habe ich sehr außergewöhnliche Dinge auch gemacht, weil so diese 0815-Dinge, die immer so gerne schnell vermarktet werden, so diese Instant-Lösung, die gerne so aus USA kommt, 2 Wochen in und du bist geheilt und so ein Quatsch. Das ist natürlich alles großer Humbug. Viele Leute finden es immer noch spannend, weil jeder sucht natürlich eine Abkürzung. Aber ich habe das alles nicht nur ich, sondern auch mit vielen, vielen damals schon eigenen Klienten und so weiter einfach auch in Erfahrung gebracht. Habe dann sogar 6 Jahre lang völlig anders gehabt. Das war meine erste tiefe Erfahrung mit Südamerika tatsächlich. Ich bin ja hier nah dran und habe auch viele Kontakte hier über schamanische Arbeit. Ich habe schamanische Lehrer aus Peru gehabt und habe 6 Jahre lang fast mit schamanischen Dingen sehr tief gearbeitet. Eine ganz andere Welt. Habe da so das Energetische kennengelernt, was so diesem verkopften mitteleuropäischen komplett entgegensteht. Ganz andere Welten kennengelernt. Es hat mich extrem bereichert. Und so wurde im Grunde genommen immer mehr daraus so ein ganz, 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 ganz anderes ganzheitliches Bild, weil ich es einfach gelebt habe und erfahren habe. Und ja, auf dem Weg wurde ich tatsächlich ein Coach, ein Mentor, ein Therapeut. Damals sehr viel nur im Transformationsbereich. Das ging mir dann irgendwann, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen auf den Keks, weil mir aufgefallen ist, dass sehr viele Menschen ihre Probleme auch gerne behalten wollen, weil es einfach sehr, sehr schön ist, sich mit einer Welt zu identifizieren und dann immer Menschen um sich herum zu haben, die einen auch irgendwie helfen oder bemitleiden oder wie auch immer. Also es gibt viele Menschen, die dadurch die Zuwendung suchen, finden oder auch die Verbundenheit aufbauen, was natürlich völlig destruktiv ist. Und somit hat mich das wirklich irgendwann mal gestört und ich habe gesagt, nein, das kann nicht, das ist nicht meine Zielgruppe. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die ihr Leben verändern wollen, die wirklich was bewegen wollen, also die am Start sind und nicht die, die beim kleinsten Hindernis dann so spiritmäßig sagen, naja, vielleicht ist das auch noch nicht dran. Also sowas geht mir tierisch auf den Keks, weil diese Menschen keine Ahnung haben von ihrem Potenzial, sondern eigentlich nur ihrer Angst folgen und das zudecken mit irgendwelchen spirituellen Konzepten. Und da bin ich also sehr klar und habe mich dann sehr positioniert auch für Menschen, die was aufbauen wollen, damals gar nicht nur für Coaches und so weiter, sondern tatsächlich für Unternehmer auch und Führungskräfte, Selbstständige und so weiter, denen zu helfen. Und dann habe ich für mich einfach den Geschmack auch entdeckt, aus der Erkenntnis heraus, dass die Welt wirklich noch viele, viele, viele wache Coaches braucht, die anderen Menschen helfen, die Erkenntnis einfach zu sagen, ja, also ich habe das geschafft, ich bin durch alle Höhen und Tiefen durch, bin als Coach erfolgreich geworden, nicht als Marketingberater oder Fuzzi, sondern als Coach diesen ganzen Weg gegangen und habe es geschafft, ein Unternehmen mit 6-stelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Das wollen ja viele. Also helfe ich denen, die das wollen, die es wirklich wollen, in der gesamten Strategie, im gesamten Aufbau, und zwar in den inneren Prozessen, die sehr wesentlich sind, ja, weil du kommst ja ständig an neue Komfortzonen, da muss man auch mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken gut klarkommen, und in den äußeren Prozessen wie Angebotsgestaltung, Marketing, Positionierungsbereiche und so weiter, Online-Marketing. So, das war jetzt eigentlich mal so eine ganz kurze Vita durch tatsächlich jetzt schon viel mehr. Ich bin 58 gerade geworden, wow. Und ich habe angefangen mit meinem ersten Seminar mit 21. Wahnsinn. Das ist eine echt lange Zeit. Ja, ja, und du hast jetzt ganz viele Dinge nicht angesprochen. Also du hast auch noch einen Heilpraktiker gemacht, arbeitest auch traumasensibel, was ich auch immer gut finde, wenn wirklich Menschen, die als Coaches unterwegs sind, eben auch eine Ahnung haben von Trauma und eben auch Retraumatisierung. Ja, also ja. Da wirklich ein sehr fundiertes Wissen und Erfahrungen in dieser langen, langen Zeit auch. Ja, so schön. Was mich und auch vielleicht die Menschen da draußen interessieren würde, ist, du hattest eben auch diese Phase der Krise, von der du berichtet hast, wo du wirklich... Welche der vielen?
Ja, also du hast ja gesagt, du warst lange Zeit in der Klinik. Ja. Ne? Weißt und du? Ja, ich denke auch, das ist interessant, dass du sagst, ja, welche der vielen, weil jede Krise Ja. bringt einen ja nochmal auf einen neuen Weg. Ne? Ja. Also erstmal für mich heute aus meinem heutigen Blickwinkel sehe ich diese Dinge nicht mehr so ernst. Also ich habe es aufgegeben, daran zu glauben, dass irgendwann mal alles gut ist und jetzt transformiere ich mich erstmal und so weiter. Das ist alles Unsinn. Per se, Krise ist eine Bewertung einer Situation. Mehr nicht. Im Grunde genommen ist nur gerade mal wieder viel los. Und es ist im Leben immer viel los. Und wer da vorweglaufen will, lebt nicht. Ich bringe Menschen bei, und das tue ich selber, dort hineinzugehen und Integration zu praktizieren, eine Annahme, ein Ja zu finden, Demut zu lernen, mal zu checken, dass alles, was dir direkt ins Gesicht fliegt, gewollt ist und dass das dir zugewendet ist, dass du dass du eigentlich ein Geschenk bekommst. Aber weißt du, nur weil das Geschenk jetzt am Anfang vielleicht stinkt und nicht so schön verpackt ist, heißt das noch lange nicht, dass es falsch ist oder dass es wehtut, sondern ich lebe ganz klar nach dem Motto, alles, was mir das Leben bringt und vor die Füße legt, ist ein Geschenk und muss ausgepackt werden. Denn ich habe keine Ahnung, was da alles für mich drinsteckt und was ich alles rauszuholen habe. Aber wenn mir das Leben, sprich Universum, sprich Gott, etwas gibt, und wenn es auch ein Schicksalsschlag ist, dann bedeutet das, das nicht zu bewerten mit meinem kleinen, unwissenden Verstand, und womöglich mich über das Leben zu stellen und zu sagen, das sollte jetzt aber anders sein, sondern demütig zu sagen, ja, das ist jetzt so. Woher weiß ich das, dass es richtig ist? Naja, weil es schon da ist. Also brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren. Es ist komplett irrsinnig, sich damit anzulegen. Und was schon da ist, muss erstmal genommen werden. Und dieses in diesem Nehmen der Dinge, die da sind, habe ich für mich die Schätze entdeckt, zu dem, die mir geholfen haben, zu dem zu werden und das zu leben, was ich heute lebe. Das fängt an mit der eigenen Wunde. Wie oft sind wir im Widerstand mit der eigenen tiefsten Wunde? Heute ist einer meiner Lieblingssätze, der überall zu finden ist und auch gerne mal zitiert wird. In deiner Wunde findest du dein größtes Wunder. Und in meiner Wunde der tiefen Ohnmacht, die ich erlebt habe in meinem Leben, habe ich die Kraft gefunden, heute Menschen zu ermächtigen. Also da muss man mal länger drüber nachdenken. Und die Welt ist halt voll Klugscheißer und Menschen, die ständig im Krieg sind mit dem, was das Leben so bietet, anstatt mal zu nehmen, was da ist und zu gucken, was steckt da alles drin, wenn ich anfange, es zu integrieren, wenn ich anfange, mich dem mal hinzugeben, wenn ich anfange, mal mein Ego beiseite zu schieben und demütig zu sagen, ja, danke, ich weiß noch nicht genau wofür, aber danke erst einmal dafür. Das halte ich für extrem wesentlich, um im persönlichen Leben mit sich selber gut klarzukommen, im Leben mit seiner Beziehungen, weil da haben wir ja ständig auch diese Triggerpunkte, ja, und im Leben mit seinem Business sowieso. Mhm. Weil da herrschen teilweise Vorstellungen von Menschen, also gerade die so ein bisschen in ESO- und Spirit-Szenen unterwegs sind, so Dinge wie, es muss sich alles gut anfühlen. Also ehrlich, das ist der größte Bullshit, den es überhaupt gibt. Und also die meisten Selbsthilfebücher gehören sowieso verbrannt, weil es steht nur Mist drin. Wenn das alles funktionieren würde, hätten wir nicht das erlebt, was wir die letzten 2-3 Jahre auf dieser Welt erlebt haben. Wenn das funktionieren würde, wenn das das Nervensystem regulieren würde, hätten wir nicht das, hätten wir nicht diese komplett ferngesteuerten Menschen. Ja, also da braucht mir keiner was erzählen. So funktioniert es nicht. Wenn du erfolgreich werden willst, wenn du irgendetwas bewegen willst in deinem Leben, dann musst du lernen, nicht auf deine Gefühle und deine Gedanken zu viel zu hören, weil das sowieso nur wie so ein Durchlauferhitzer Energien sind, die verändern sich permanent, sondern du musst finden deine Vision dahinter. Du musst finden deinen Seelenauftrag. Du musst finden das Gespräch mit dem Universum, mit Gott, wie du es auch immer nennen möchtest, das dir sagt, das ist jetzt zu tun. Egal, wie es sich jetzt gerade anfühlt, dann hast du Ergebnisse. Und wenn du diese Ergebnisse hast, diese neuen Ergebnisse hast und dann zurückblickst, dann geht es dir total gut damit. Dann sagst du, oh, das war echt ein schwieriger Weg, aber ich bin jetzt genau da, wo ich hin wollte. Und diese ganzen Labertaschen, die nur auf ihre Gefühle achten, bis sie sich einen Hochsensibilitätsstempel auch noch auf die Stirn ballern und nichts im Leben wirklich bewegt bekommen, merken oftmals nicht, wie sehr sie sich durch die Art und Weise selber behindern. Dabei wäre es so einfach. Ich habe heute Morgen habe ich eine Sprachnachricht von einer Kundin bekommen, die gesagt hat, Christian, weißt du, was mein größter Gewinn ist? Da habe ich gesagt, nee.
Also das hat Gespräch hat mir im letzten Call, aber das hat sie mir jetzt sozusagen nochmal wiederholt, ja. Und dann hat sie gesagt, mein größter Gewinn ist, ich habe einfach gelernt, nur mal auf dich zu hören und zu machen, was du sagst. Ich habe ja nicht umsonst diese Erfahrung. Also ich weiß schon, wie die Dinge funktionieren, sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin, an der Stelle. Und sie hat das getan, einfach nur getan und hat gerade so saumäßige Erfolge. Und wenn ich im nächsten Call mit ihr darüber sprechen werde, was war jetzt mit den ganzen Dingen, die dazwischen liegen, die ganzen, ich sag mal, Stöcke, die dir in den Weg geschmissen wurden, die Hindernisse, die Emotionen, alles auf diesem Weg, was da war, dann wird sie mir nichts anderes sagen als, jetzt geht's mir richtig gut und das wollte ich. Das gehörte einfach dazu. Und das muss man begreifen. Man muss begreifen, dass es eben halt nicht um diese kleinen Lust- oder Unlust-Dinge im Alltag geht, sondern es geht darum, die eigene Vision, den Auftrag, das Größere zu finden und Strategien zu entwickeln, wie man das verwirklicht, wie man sich ermächtigt, mal größer zu sein als sein Aua gerade im Moment oder als sein unangenehmes Gefühl, wenn man eine Komfortzone überschreitet. Also immer, wenn man eine Komfortzone überschreitet, immer hat man ein Scheißgefühl. Können wir uns darauf einigen? Immer ist das komisch. Also was soll das? Es kann sich nicht gut anfühlen. Wachstum kann sich erstmal nicht gut anfühlen. Fühlt sich immer danach gut an. Ja, das sind so die Dinge, die ich weitergebe. Und da gibt's halt Menschen, die können da überhaupt nicht mit. Da polarisiere ich komplett. Die sehen die Dinge total anders. Aber wenn man dann in das Leben schaut von diesen Menschen, ist das meistens nicht so sonderlich beseelt und erfolgreich und von dem eben halt auch beseelt, was sie sich eigentlich wünschen. Ja. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir unseren Traum finden und Wege finden, diesem Traum treu bleiben zu können. Das ist für mich ein Seelenauftrag. So schön. Jetzt könnten Leute da draußen aber denken, okay, aber ich kann ja nicht alles als Geschenk nehmen. Was, wenn jetzt mein geliebter Partner stirbt oder ja, oder mein Kind? Ja. Ja. Tut weh. Weh. Aber wer sagt dir, dass das kein Geschenk ist? Schließt der Schmerz aus, dass da ein Sinn drin ist? Ist da ein Fehler passiert im Universum? Weißt du, dass da ein Fehler passiert ist? Das hätte nicht passieren dürfen? Bist du so klug? Ich nicht. Ich denke auch so wie du. Ich stelle diese Frage einfach, weil viele Leute da draußen sich vielleicht diese Frage stellen würden, wie kann ein Gott... Ja, natürlich, weil sie sich mit ihrem Schmerz identifizieren. Wie kann ein Gott? Wir sind nicht Gott. Wir werden diesen Plan nicht verstehen. Ich könnte sehr, sehr viele Beispiele dir nennen, die uns helfen könnten, das zu verstehen. Brauche ich aber nicht. Guck mal, mein Leben war wirklich gespickt mit Schicksalsschlägen. Gespickt. Ja, ich habe Jahre gehabt, da konnte ich nicht mal 100 Meter hochlaufen, Immobilitätsstörung, diese Panikstörung, diese Ängste mit allem drum und dran. Ich habe niemals mich dadurch kleinkriegen lassen. Egal. Ich habe Seminare gemacht, wo ich morgens noch um 7:30 vor meiner Frau im Badezimmer auf allen Vieren gelaufen bin und nicht wusste, wie ich den Tag überstehen sollte. Aber solange ich nicht tot umfalle, mache ich das, was zu tun ist. Und weißt du, was jedes Mal passiert ist? Wie eine magische helfende Hand, die mich getragen hat und mich geführt hat und mir den ganzen Tag über gesagt hat, wie man das beste Seminar ever macht. Das habe ich immer erlebt. Während ich natürlich durch meine Arbeit natürlich ganz viel mit Menschen zu tun habe, die das so nicht tun und die aus dem Jammern und Lamentieren mit ihrem Leben und ihrem Schicksal nicht rauskommen. Guck mal. Wir Menschen haben so eine Eigenart. Wir haben so einen Kleiderschrank und den machen wir relativ voll mit Sachen. Schnell voll mit Sachen. Und dann beschweren wir uns, weil wir wollen auch andere tolle Sachen haben, und dann beschweren wir uns, dass die nicht in unser Leben kommen. Und wir verstehen nicht, dass wir alte Sachen aus dem Schrank herausnehmen müssen, wenn wir neue Dinge haben wollen. Und manchmal macht das Leben mit uns das. Und wie willst du zum Beispiel als Mutter jemals, also ich gehe davon aus, dass wir hier sind, um Erfahrung zu machen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier auf der Erde sind, um hier ein Wellnessparadies uns zu schaffen. Sonst hätten wir keine Polarität. Also da kommen wir vielleicht her. Aber hier ist das nicht so. Hier geht es nicht um Heiligsein. Hier geht es nicht um Bedingungslosigkeit. Hier geht es um menschliche Erfahrungen. Deswegen sind wir Menschen mit Fleisch. Deswegen werden wir alt, hässlich und sterben. Und zwar alle. Und wer damit im Unfrieden ist, hat ein echtes Problem. Und zwar ein Leben lang. Und wann wir sterben, wissen wir nicht.
Das kann das Kind mit 5 sein oder mit 95. Das wissen wir nicht. Aber wenn wir alle Erfahrung machen wollen, dann werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal Eltern sein, dessen Kind mit 5 stirbt. Und das gehört dann dazu. Wie sollst du jemals zu jemandem werden, der daraus eine besondere Weisheit oder eine Demut lernt, wenn du es nicht erfährst? Ja, es ist verrückt. Also die weisesten Menschen und wirklich, also die ich bisher in meinem Leben kennengelernt habe, die haben häufig wirklich so ganz extreme Erfahrungen gemacht. Die sind wirklich durch diese extremen schmerzlichen Erfahrungen so extrem gewachsen. Und manche von ihnen haben auch dann im Nachgang noch Kontakt eben zu der Seele vielleicht ihres Kindes oder wer auch immer in ihrem Leben stand und verstorben ist, einen Kontakt wieder aufgenommen sozusagen. Und zum Teil haben sie sogar die Rückmeldung bekommen, dass das eben wirklich der Plan war, dass sie in ihre Kraft kommen durch diesen schlimmen Schicksalsschlag. Das ist immer der Plan. Ja. Das Leben hat immer recht und ist sich selbst zugewendet. Immer. Und das sind die Beweise dafür. Guck mal, wenn das alles nicht passiert, ich habe das ja auch anders kennengelernt. Was war ich viele Jahre im Widerstand mit meinem Vater, mit meiner Mutter? Ich meine, ich habe als kleiner Junge, habe ich permanent daneben gesessen, wie mein Vater meine Mutter missbraucht hat. Bis ich später mal selbst dran war und solche Dinge. Da könnte ich jetzt auch ein ganz kaputtes Leben haben. Untergehen in Drogen und was weiß ich nicht alles. Aber weißt du, ich bin ja nicht in den Schuhen meines Vaters groß geworden, der eine Entwicklung und Kindheit hatte, also bin ich ehrlich gesagt froh, da war meins wahrscheinlich noch, war meins noch ein Wellnessparadies geben. Die Dinge bedingen sich. Wir sind eine Fortsetzung von Ahnenreihen und wir wissen ja gar nicht, was da alles passiert ist. Deswegen habe ich auch wenig Verständnis für dieses ganze Rumanalysieren, wo kommt was her. Ich habe selbst 10 Jahre Aufstellungsarbeit und solche Sachen gemacht, würde ich nie wieder machen. Weil wir haben so diese Eigenart mit diesem Analysieren. Du musst dir vorstellen, du hast ein Problem. Jetzt fängst du an zu analysieren mit dieser Superfrage, warum? Im Grunde kannst du damit nie aufhören, weil du machst dann 3 Aufstellungen, machst du Therapien, dann hast du das Buffet vor dir, den Schreibtisch hast du schon mal voll mit Gründen, richtig? Jetzt machen wir uns an die Arbeit, wollen herausfinden, warum das so war. Und der Schreibtisch wird immer voller, immer voller. Und irgendwann sitzt du vor einem Riesenberg voller Dinge, die wohl vielleicht passiert sind, auf Reinkarnationsebene, auf systemischer Familienebene, auf schamanischer Energieebene, auf Geistesebene, auf was weiß ich nicht. Also ich habe diese Ebenen ja alle kennengelernt, praktisch in meiner Arbeit. Und dann hast du einen Riesenberg voller Probleme. Hey, da hast du nur noch eine Chance, dich zurückzulehnen und zu sagen, okay, jetzt weiß ich, dass das Ding niemals heilen wird. Das ist so viel, weil der Verstand mit diesen Antworten niemals Heilung findet. Niemals. Du findest Heilung, wenn du schaffst, deinem Verstand nicht mehr so viel zuzuhören. Weil der Verstand ist überhaupt nicht das Organ. Die mentale Ebene ist 0,0 das Organ, das dich heilen kann. Aber gut, wir sind immer noch in diesem Mindset-Bewusstsein. Ist interessant, obwohl wir mittlerweile 6, 7, 8 Jahre Traumaforschung hinter uns haben von wirklichen Spezialisten, wo man weiß, Polyvagaltheorie und so weiter. Man weiß, was man vom Mindset zu halten hat, dass das kompletter Blödsinn ist. 9-mal mehr Impulse kommen aus dem biologischen Nervensystem ins Gehirn und treffen deine Entscheidung und dein Mindset nicht. Egal, ob du dann Mindset rumschusterst. Wenn die Mindset-Arbeit funktionieren würde, der letzten 10 Jahre, hätten wir ein anderes Leben, hätten wir andere Leute da draußen. Also gewisse Dinge zu hinterfragen, macht dann schon auch irgendwie Sinn. Also man muss sich wenigstens mal angucken, funktioniert das alles? Die Welt ist voll mit diesen ganzen Selbsthilfesachen. Ja, und dann schießt man einmal durch die Medien hier, Virus, Virus, tralala, und alle knallen sich mit Litertüten auf die Nase und keiner hinterfragt mehr irgendwelche Sachen. Also mal ehrlich, was ist da los? Also an der Stelle braucht es einfach ein anderes Bewusstsein. Und eins der wesentlichen Dinge in diesem Bewusstsein ist die Zuwendung zu dem, was geschieht. Das heißt, was ist im Leben jetzt da? Und dem Leben zu unterstellen, dass es ein Geschenk ist mit einem großen Sinn, um auf die Forschungsreise zu gehen. Was passiert, wenn ich dieses Geschenk auspacke? Und jeder, der das tut,
wird wachsen und Erfahrungen haben, die ihn sehr weise machen, sehr stabil machen, die ihm die Kompetenz schenken, sich nicht mehr von seinem Verstand einschüchtern zu lassen und die Kompetenz schenken, sein System emotional und auf Nervenbasis zu regulieren. Und das ist das Wichtigste, was die Welt braucht, regulierte Nervensysteme. Ja. Weil sonst werden auch in Zukunft keine guten Entscheidungen getroffen, wie wir sehen. Ja. Was kannst du denn den Leuten da draußen empfehlen, wie sie am besten ihre Nervensysteme regulieren? Naja, erstmal verstehen, was ich hier sage, ohne in Widerstand zu gehen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil das hat natürlich, das weiß ich ja, das hat ja Riesenpotenzial für Widerstand, was ich hier sage. Also es polarisiert heftig. Also gerade wenn jetzt jemand gerade so ein aktuelles Schicksalsding hat, ich sage doch nicht, dass das nicht schrecklich ist. Ich sage auch nicht, dass das nicht wehtut. Aber ich sage, dann lerne auf emotionaler Ebene, da wo es ist, das zu regulieren, durch Embodiment, durch verschiedene Möglichkeiten. Aber schieß es bitte nicht in die mentale Ebene und geh in den Widerstand, weil damit stehst du dir nur langfristig selber im Weg. Wir haben 5 Ebenen und man muss sehr deutlich unterscheiden, was passiert auf welcher Ebene. Und wir haben leider von klein auf an gelernt, alles in den mentalen Bereich zu schießen und über alles nachzudenken und den Verstand auf alles zu stürzen. Aber der Verstand ist absolut das schlechteste Organ für sowas. Es macht nur Angst und das siehst du, was passiert. Wie verängstigt die Menschen. Ich glaube, für viele Menschen ist auch das Wort Embodiment ein Fremdwort. Kannst du da vielleicht mal kurz... Gibt es auch viele Strömungen im Moment, ist auch schon wieder ganz schön Mainstream geworden. Es geht eigentlich nur darum, vergiss es wieder, Selbstregulation. Selbstregulation, und da gibt es wirklich richtig gute Fachbücher und richtig gute Experten. Selbstregulation ist der Begriff. Und der hat viel mit Embodiment zu tun. Es geht darum, dass du Stärke, zum Beispiel Stabilität, verkörpert lernst. Dass du nicht mehr mentale Prozesse dafür brauchst. Dass zum Beispiel, wenn der Schicksalsschlag kommt, du nicht in den Kollaps fällst, sondern du in Empfangshaltung bleibst. Mit natürlich tiefem Atem, mit natürlich Zuwendung zum Schmerz, mit all den Dingen. Aber die Menschen laufen ja nach wie vor noch weg vor ihren Themen, ohne Ende. Alles, was sich nach unangenehmem Gefühl anfühlt, ist man auf der Flucht. Und so funktioniert es halt nicht. Wir werden niemals die Dinge lösen, wenn wir vor uns selber flüchten. Und das funktioniert ja auch nicht, egal wo du hingehst. Also ein Teil von mir wollte auch, glaube ich, mit dem Auswandern, da gab es schon Dinge, wo ich auch gerne von mir geflüchtet wäre. Aber du nimmst dich voll mit, immer, immer. Ja. 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 Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, war so schön. Wirklich, das ist so wertvoll, was du sagst. Also schaut ihr da draußen, die jetzt gerade bis jetzt noch mit dabei seid, schaut, dass ihr wirklich ja um euch jetzt kümmert und vor allen Dingen auch diesen Blick nach vorne wahrt. Ne? Also ich glaube, das ist auch das, was du immer wieder betonst, dass auch gleichzeitig, ne, nicht diesen Blick zurück. Jetzt ist gerade der Schmerz, dieser Schicksalsschlag gewesen. Und es ist ja auch das, was man Menschen immer wieder sagt. Dein geliebter Mensch, der dir verstorben ist, der würde das nicht gern sehen, dass du jetzt da auf dem Boden kriechst, ne? Nein, natürlich nicht. Also Wunden lecken finde ich wichtig. Also Trauerphasen finde ich extrem wichtig. Und dann muss aber Schluss sein. Und witzigerweise, das ist ja gerade das Problem. Die Menschen stellen sich oftmals nicht dem wirklichen Schmerz und der richtigen Trauerphase. Und deswegen ziehen sie dieses Thema endlos lange hin. Meine Mutter ist auch gegangen, hat mich vorher noch enterbt. Mein Vater ist auch gegangen. Sind auch schon alle tot. Ich bin komplett alleine. Okay. Das ist normal, dass alles stirbt. Jeden Tag alles stirbt. Vorhin habe ich eine Banane weggeschmissen, weil die nicht mehr gut war. Die ist auch gestorben. Alles stirbt. Wir leben in einer Welt des Neukommens und des Gehens. Und zwar allgegenwärtig überall. Und es ist vollkommen irre, zu glauben, dass es nicht so ist. Und es ist noch mehr irre, zu glauben, wann es soweit ist. Das kann heute das letzte Gespräch sein, was ich jemals mit jemandem führe. Wer weiß denn das? Und ich finde es sehr wichtig, also das habe ich natürlich auch ein bisschen in meiner schamanischen Zeit erlebt, durch viele Sterberituale. Und man sagt ja so, in dieser Szene sagt man, man darf und kann erst schamanisch arbeiten, wenn man selbst 3-mal gestorben ist. Ich glaube, das hatte ich schon vorher hinter mir. Und das zu begreifen, dass wir keinen Anspruch auf irgendwas haben, sondern wir dürfen kreieren, solange es geht.
Und wir dürfen alles begrüßen, was kommt, und wir dürfen den Tod begrüßen, weil es einfach allgegenwärtig ist. Und diese Angst vor dem Tod verhindert das Leben bei den meisten Menschen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Also deswegen ist es auch für mich eben so ein großes Anliegen, auch diesen Kongress eben zu führen, weil ich glaube, dass da so viel Lebensenergie drin steckt in der Angst vor dem Tod. Absolut. Irre. Guck mal, ich habe mein ganzes Leben in Deutschland aufgegeben, bin mit 4 Koffern gegangen. Vorher großes Haus, alles bisschen, alles riesig. Und alles losgelassen. Das war Tod auf vielen Ebenen nochmal. Nichts von dem, was jetzt in meinem Leben ist, dieser Riesendurchbruch kam danach. Das, was ich immer wollte, das, wo ich für angetreten war damals mal schon, ja, natürlich aus anderen Gründen, heute hat Geld für mich nicht mehr so diese Bedeutung, wie es damals war, aber trotzdem ist diese Idee gewesen, ich bin angetreten und geboren, weil ich werde mal Millionär. Es war auch jahrelang so, Papa, dir zeige ich's. Weil er hat immer gesagt, aus dir wird nichts, aus weißt du, keiner, die reich werden die anderen und so, da habe ich immer so gedacht, boah, dir zeige ich's. Und das ist eine gute Motivation, wenn man dadurch Positives bewirkt. Alles gut. Aber alles ist danach passiert. Ja. Ganz, also die letzten 1,5 Jahre, die ich hier bin, sind mit die, wow, spannendsten und wesentlichsten Dinge passiert in meinem Leben, in Sachen Wachstum, auch in Sachen Transformation und auch nochmal in Sachen Schmerz. Aber den kann ich mittlerweile gut nehmen und mit ihm wachsen. Und warum? Weil ich eine lebendige Entscheidung getroffen habe. Einfach eine lebendige Entscheidung. Ich bin komplett dem gefolgt, was sich für mich richtig und stimmig angeführt hat. Bin meinem Traum gefolgt. Und wann immer Menschen das tun, werden sie geführt. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Von einer viel, viel, viel größeren Macht, die uns auch vorher Schicksalsschläge serviert, damit wir in so ein Bewusstsein kommen. Hat alles seinen Plan. Ist alles gut. Das ist so schön, damit schließt du so schön den Kreis, finde ich. Ja, also wenn du, Christian, jetzt noch irgendwas hast, wo du sagst, das liegt dir so auf der Seele, dass also irgendwie etwas, was du den Leuten da draußen noch mitgeben möchtest, gibt's noch irgendwas? Nee, ich habe genug gesagt, glaube ich. Aber wer sich auf den Weg machen möchte, so Bewusstseinsentwicklung, Unterstützung, Hilfestellung und so weiter weiterzugeben als Coach, der ist natürlich bei uns herzlich willkommen mit der gesamten Ausbildung, die dazu gehört. Und kann gerne auf unsere Website kommen und mal live bei meinen nächsten Veranstaltungen dabei sein, um sich noch besser kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. Ich mache das so, ich mag nicht so fancy, schicke Manipulationsvideos oder sowas. Ich arbeite live im Menschen, da weiß man schon mal, was ist das für ein Typ. Und kann ich es mit dem überhaupt aushalten? Und ja, und dann passt das auch, weißt du? Weil ich habe das Arbeiten mit meinen Kunden ist wie Familie, ist einfach toll. Und das möchte ich auch immer so halten. Deswegen bin ich einfach so, wie ich bin. Und verstehe mich für irgendwas. Genau. Unverschämt authentisch. Ja, unverschämt ist sowieso angesagt, weil die Scham ist der größte Killer in der Kultur. Ja. Schlimmer noch als Angst. Mhm. Gerne unverschämt. Was hast du gerade gesagt? Unverschämt? Was hast du gesagt? Unverschämtisch. Das war jetzt akustisch nicht angekommen. Jetzt musst du es nochmal wiederholen. Unverschämt authentisch. Cool, gefällt mir. Das muss ich mal aufschreiben. Unverschämt. Könnte ein Buch werden. Ja, gefällt mir gut. Muss ich mir jetzt gleich aufschreiben. Nee, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Unverschämt authentisch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind und sich mit dem auseinandersetzen, was ich hier gesagt habe. Ich bin ein super netter und freundlicher Mensch, aber gewisse Dinge muss man einfach auf den Punkt bringen. Ich habe hier nur 45 Minuten und ich möchte einfach Dinge anregen und gemütlichen Kaffee trinken, Smalltalk machen können wir danach. Super. Hier unten findet ihr alle Infos zu Christian Rieken. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast von Panama aus. Einen schönen Abend und eine schöne Nacht, je nachdem, wo ihr euch auf dem Erdball befindet, ihr Lieben da draußen. Und ja, alles Gute. Dankeschön.
So, wenn dir das gut gefallen hat, wenn du Inspiration bekommen hast, wenn du das Gefühl hast, wow, das war Mehrwert, dann bitte einmal Glocke an, dann kriegst du nämlich alle weiteren Infos direkt frei Haus, brauchst dich um nichts mehr kümmern. Daumen hoch, gerne einen Kommentar dazu und gerne auch an Freunde, Bekannte, an Leute, die das auch gebrauchen können. Nutze gerne unser Instagram-Kanal für aktuelle Dinge, für spezielle Dinge und für private Dinge über mich und nutze auch sehr, sehr gerne unsere Telegram-Community, denn dort bekommst du noch viel, viel Mehrwert als hier. Bis bald.